Für die umweltfreundliche Mobilität der Zukunft kommt dem öffentlichen Nahverkehr eine entscheidende Rolle zu. Doch wie gelingt es, immer mehr Menschen zum Umsteigen zu bewegen? Wie kann die Attraktivität des Busfahrens gesteigert werden? Und wie die Sicherheit an Bord erhöht, um Unfälle mit Sach- oder sogar Personenschäden zu vermeiden? Dräger ist heute eines der führenden Unternehmen in der internationalen Medizin- und Sicherheitstechnik und überall dort aktiv, wo es darum geht, mit moderner Technik für Schutz zu sorgen. Auch im Straßenverkehr, wie ein Blick in die Förderstadt Flensburg beweist. Dort ist mit der Show City ein innovatives Verkehrsprojekt ins Rollen gekommen, bei dem auch Dräger einiges bewegen konnte. Es ist 6 Uhr morgens in Flensburg. Busfahrer Andreas Meng tritt wie jeden Tag seinen Dienst zur frühen Stunde an. Er steigt in seinen Bus und die Schicht kann beginnen. Doch ist das wirklich ein normaler Bus? Oder steckt in diesem Fahrzeug mehr, als von außen sichtbar ist? Richtig, an Bord ist ein Interlock installiert. Ein Messgerät für Atemalkohol. Erst wird gepustet, dann der Motor gestartet. Die Technik ist bewährt, denn das Unternehmen entwickelt bereits seit über 50 Jahren Methoden zur Atemalkoholmessung. So vertraut auch die Polizei in Deutschland in diesem Bereich seit Jahren auf Geräte der Marke Dräger. Ein Verkehrsunternehmen, das sich für ein Interlock entscheidet sich für ein Plus an Verantwortung zum Wohle seiner Fahrer und für die Sicherheit der Gäste an Bord, zum Beispiel auf dem Weg zur Schule. Wir wissen als Eltern, dass die Busse sicher sind, sowohl es auch durch die Videoüberwachung als auch durch den Interlock. Und das ist die Zukunft des ÖPNVs. Es muss informativer sein, es muss zum Erlebnis werden und es muss noch sicherer werden. Das Pilotprojekt Show City Flensburg hat sich genau dies zur Aufgabe gemacht. Dabei kommen die Interlock-Geräte nun erstmalig flächendeckend in einem deutschen ÖPNV-Netz zum Einsatz. Der Bus eines anderen Flensburger Verkehrsunternehmens, den Fahrer Mike Schlotfeld heute steuert, verfügt ebenfalls über das Gesamtpaket an Technik. Bevor die neue Schicht beginnt, muss auch Herr Schlotfeld den geforderten Atemtest des Interlocks bestehen. Nur bei einem akzeptierten Messergebnis springt der Motor an. Dabei ist die atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperre von Dräger Teil eines Gesamtsystems. Während der Bus auf Tour ist, überträgt dieses, bestehend aus Videoschutz, Fahrgastzählung, Infotainment und Flottenmanagement, permanent Echtzeitdaten an seine Zentrale. Das Ziel ist es, durch die Synergieeffekte der einzelnen Komponenten neue Standards für die Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und nicht zuletzt die Attraktivität zu setzen. Denn diese ist aus Sicht des Fahrgastes das entscheidende Schlagwort, um auf den öffentlichen Nahverkehr umzusteigen. Hierfür spielt wiederum auch der Schutz vor Vandalismus und Unfällen eine große Rolle. Später am Abend. Mike Schlotfeld ist auf dem Rückweg ins Depot. Er ist zufrieden, dass im Rahmen der Show City Flensburg das Wohl von Fahrer und Fahrgästen großgeschrieben wird. Ja, das Interlock von Dräger bietet natürlich auch eine große Sicherheit den Fahrgästen gegenüber, dass keiner von den Fahrern hier irgendwie alkoholisiert Bus fahren könnte oder würde. Und insofern glaube ich, wird es ein Gesamtbild. Der ÖPNV wird sicherer, nicht nur für den Mitarbeiter, sondern insbesondere für die Fahrgäste. So liefert die Show City Flensburg zum einen ein rundum sorglos Paket für den öffentlichen Personennahverkehr, zum anderen bringt sie für alle Beteiligten viele Vorteile mit sich. Für die Fahrgäste, den Fahrer, die Stadt und den Busbetreiber. Und dafür arbeiten in Flensburg alle Beteiligten Hand in Hand. Ich glaube, wenn man große Schritte gehen möchte, dann schafft man das nur mit vielen Partnern zusammen, die an einem Strang ziehen. Und das, glaube ich, beweisen wir hier gerade. Show City Flensburg ist ein ehrgeiziges und innovatives Projekt, das die Sicherheit im Straßenverkehr erhöht. Deshalb stand für uns sofort fest, dass wir ein Teil davon sein möchten. Denn Dräger steht für Technik für das Leben. Unsere Produkte kommen überall dort zum Einsatz, wo wir Leben schützen, unterstützen oder retten können. Show City Flensburg ist daher ein perfektes Umfeld für unser Interlock XT.
Diese moderne, aber bewährte Technik erhöht die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und ist in anderen europäischen Ländern seit Jahren erfolgreich im Einsatz. Flensburg wird damit in Deutschland eine Vorreiterrolle einnehmen. Wir freuen uns, unseren Teil dazu beizutragen, dass ShowCity Flensburg ein Erfolg wird. 1931 wurde in Flensburg der erste ZOB Deutschlands eröffnet. Heute wird es an der dänischen Grenze wieder Zeit, einen neuen Standard zu setzen.